Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Purpur, dem Indigo-blauen Scheiben-DLC. Ja, beim letzten Mal haben wir ein Mitglied der Top 4 fertig gemacht. Wir haben selbiges heute vor. Heute ist der Feuertyp dran. Ich habe ja schon gesagt, dass ich die Top 4 Leute wahrscheinlich alle in einzelne Videos unterteile. Aber desbezüglich dann zumindest die Einträge ein bisschen länger gestalte. Und ja, wenn man schon beim Thema ist, jetzt gibt es erstmal die Pokédex-Einträge, bevor wir den Kampf beginnen. Über mir ist wie immer der Zeitstempel, wenn ihr die Einträge überspringen wollt. Und wir legen jetzt erstmal mit den Einträgen los und danach gibt es den Top 4 Feuerkampf. Dann fangen wir doch zuerst mit meinem Lieblings-Pokémon Libeldra an. Das Mystik-Pokémon. Mit dem Flügeln erzeugt es Töne, die wie Gesang klingen. Wer so in seinem Bann gerät, wird von einem Sandsturm umgeben und zu seiner Beute. Als nächstes Tentacha, das Quallen-Pokémon. Seine Augen sind durchsichtig wie Kristalle. Aus ihnen schießt es geheimnisvolle Lichtstrahlen. Und hier direkt die Entwicklung Tentoxa, auch das Quallen-Pokémon. Im Kampf breitet es all seine 80 Tentakel aus und bildet mit ihnen ein giftiges Netz, um seine Gegner darin zu fangen. Also ich sehe da keine 80. So, als nächstes Xiao, das Zügellungs-Pokémon. Sein Gesicht ist ausdruckslos, aber innerlich bringt es enorme Anstrengungen auf, um seine Psychokräfte unter Kontrolle zu halten. Und hier bei Xiaogon mache ich mal tatsächlich eine Ausnahme, was die Formen angeht, weil ich die beiden Formen als unterschiedliche Pokémons ansehe. Also hier einmal die männliche und einmal die weibliche Form werden jetzt dran kommen. Xiaogon, das Fassungs-Pokémon. Männlich, lässt es seinen starken Psychokräften für längere Zeit freien Lauf, fügen auch in diese auch seinem eigenen Körperschaden zu. Und hier die weibliche Form von Xiaogon. Wenn es Gefahr wittert, setzt es die maximale Ladung seiner Psychokräfte frei, auf Gegner nimmt es keine Rücksicht. Ich sehe sie deswegen als unterschiedliche Pokémon, weil ihre Fähigkeiten sich wirklich komplett unterscheiden. Als nächstes Serpifeu, das Grasschlangen-Pokémon. Es schließt sich nicht gern zu Gruppen zusammen. Statt seiner kurzen Arme nutzt es im Alltag seine Ranken, die es geschickt kontrollieren kann. Dann die Entwicklung Evoserp, das Grasschlangen-Pokémon. Sein übermäßiger Stolz ist sein einziger Makel. Es braucht Zeit, bis es mit anderen Pokémon zusammenarbeiten kann. Und die Finalform von dem Pokémon. Serpiroyal, das Hoheits-Pokémon. Dank seines würdevollen Aussehens und seines stehenden Blicks, der andere erstachen lässt, nennt man es auch den Herrscher des Waldes. Irgendwie tut mir das Pokémon leid, weil es einfach innerhalb seiner Entwicklung seine Arme verliert. Und einfach so Schlange wird. Na gut, als nächstes liest euch dann Drim die Einträge vor. Ich wünsche dir viel Spaß, Tim. Warum muss ich schon wieder anfangen? Das ist Schimpep, das Schimpansen-Pokémon. Wenn es mit seinen Schlägel auf allerhand Dinge eintrommelt, lässt es sich immer mehr mitreißen und sein Rhythmus wird immer schwungvoller. Dann als nächstes Schimpeps Entwicklung Schimpstick, das Beat-Pokémon. Verliert es sich in einem wilden Beat, so kann es vorkommen, dass es die Befehle seines Trainers nicht mehr wahrnimmt. Und hier die letzte Entwicklungsstufe von Schimpep, Gortrom, das Drummer-Pokémon. Wenn ein Gortrom den Anführer einer Gruppe herausfordert, entbrennt ein Trommelwettkampf. Der Gewinner führt ab dann die Gruppe an. So, und als letztes von meiner Sparte aus, Kleinstein, das Gesteins-Pokémon, die Alola-Form. Wenn man auf einem am Boden schlafendes Kleinstein tritt, hört man ein Knistern und bekommt einen Stromschlag ab. So, Noah, du kleiner Engel und kleine Schönheit, jetzt bist du dran. Danke drin, du kleiner Schlingel. Das ist Farbigel, das Maler-Pokémon. Die Farbe des mysteriösen Sekrets, das aus ihrer Schweifspitze austritt, variiert je nach Farbigel. Oh, wie süß ein Hase. Das ist Hoplo, das Hasen-Pokémon. Die Ballen an seinen Läufen werden aufgrund der Feuerenergie, die sich dort sammelt, sehr heiß und können Gegnern großen Schaden zufügen. Und hier direkt Hoplos Entwicklung Kikalo, das Hasen-Pokémon. Vielfältige Trittattacken sind sein ganzer Stolz, aber ein Stoß mit seiner Stirn, die durch sein Feuer erhitzt wurde, hat es ebenfalls in sich. Und hier dann als letztes Kikalos Entwicklung Libalo, das Torschützen-Pokémon. Es erschafft einen Ball aus Flammen, mit dem es seine Gegner blendet und in Schach hält. Na dann, Shining, ich wünsche dir viel Glück beim Top-4-Kampf.
So, das waren die Pokédex-Einträge, Leute. Jetzt geht's weiter mit dem Top 4-Kampf. Ich habe mir schon mal aus dem Bild gepackt für die Sequenz, die gleich kommt. Das wird bei jedem so sein. Warum muss ich dafür überhaupt bezahlen? Noch so ein Kochtyp. Was? Ich habe einen sehr verwirrten Gesichtsausdruck gerade. Mehr oder weniger. Was ist denn das für eine komische Challenge? Okay. Kartoffelsalat ist bestimmt nicht scharf. Ein Ei auch nicht. Senf und Jalapeno auf jeden Fall. Ich gucke mir halt erstmal an, was die Zutaten hier überhaupt sind. Chilisauce? Keine Ahnung. Mayonnaise ist nicht scharf. Okay, ich will ja, ich würde gerne erstmal gucken, was die, die mit den drei Dingern wollen, mir geben würden. Wahrscheinlich bin ich sowieso dazu gezwungen, alles zu machen. Und die Zutaten, die nicht scharf sind, muss ich dann umtauschen. Ich würde, wenn, den Senf haben wollen. Aber ich habe keinen Essig. Wer von euch gibt denn mir was, ohne dass ich irgendwas dabei habe? Ja. Ich kaufe sie dir lieber ab. Ich schenke mir den Kampf. Ich will den Kampf beziehungsweise den Part nicht unnötig strecken. Die Pokémon-Trainerkämpfe sind nämlich eigentlich selten interessant. Ah, okay, ich muss kämpfen. Pyroleo und Pyroleo. Ich habe Ogapon mal die Brunnenmaske gegeben, damit es ein Wasser-Pokémon ist. So, auf Ogapon hat das sowieso keine Wirkung. Tschüss. Ich sage, die Kämpfe sind nicht interessant. Das war jetzt hier gerade so ein Musterbeispiel, weswegen ich euch wirklich gar keine Trainerkämpfe zeige. Die sind null interessant.
Das sind meistens so 10-Sekunden-Kämpfe, dafür. Ich sag mal so, das muss ich nicht auf Aufnahme festhalten. Die eine hier, also den einen Kampf habe ich wirklich nur deswegen drin gelassen, um euch das nochmal zu zeigen. Wow, du hast mir eine AP geschenkt. Danke. Na, ich muss dich besiegen für den Kartoffelsalat, ne? Ich schneide den Kampf raus. Und Kampf ist schon vorbei. So, und jetzt muss ich drei Zutaten zu einer tauschen. Das heißt, ich hole mir die Jalapeno von dem einen gar nicht so. Die kriege ich nochmal danach. Ja, aber von wem will ich denn jetzt zuerst eine Zutat haben? Okay. Eier, Öl, Essig. Entweder. Danke. So, Essig und Olivenöl brauchte ich hier. Ich hätte gern den Senf. Mit Marmelade kann ich nichts anfangen. Du gibst mir jetzt das Würstchen. Nimm nur den Kartoffelsalat und willst hier, bitte nimm. So, Gurke und roher Schinken. Gurke und roher Schinken. Gurke hier. Das nennt man Zeitstrecken. Vollkommen unnötig. So, und jetzt will ich bei dir. Die beiden Sachen. Ich habe sechs Zutaten, beziehungsweise sieben, wenn man die Jalapenos zählt. Nee, ich will die Marmelade nicht. Bei ihr kann ich wahrscheinlich auch nur zurücktauschen. Okay, dann damit, was ich jetzt habe. Los geht's. So, Chili-Soße, Senf, Mayonnaise. Ich frage mich, warum man die Dinger eigentlich nicht drehen kann, ne? Ist lange Zeit her, dass ich mal ein Sandwich in diesem Spiel gemacht habe. Zumindest onscreen. Ich habe mit Kai das ein oder andere Mal tatsächlich gemacht. So, Jalapenos, die schmeiße ich einfach dazwischen. Sind eh nur noch die zwei Scheiben hier übrig. Ich wünschte, man hätte auch eine Draufsicht. Ich hoffe, ihm ist das scharf genug. Scheint so.
will jetzt nicht toxisch wirken, aber die Challenge war unnötig. Jo. Ich habe das Gefühl, dass das tatsächlich einfach werden könnte gegen ihn. Ich wollte irgendwann noch den Wurfstil ändern. Oh, ein Ofenrotom. Ja, einfach Surfer, ne? Ich kämpfe gegen Wasser-Pokémon. Ich lasse mal Ogerpon von Anfang an Terra kristallisieren. Aua. Terra-Ausbruch. Typus Wasser. So, und jetzt Fia haut direkt hinterher. Stimmt, den H2O-Absorber habe ich nur, wenn ich nicht terra-kristallisiert bin. Das war Ogerpon sehr lustig. Je nachdem, was für eine Maske es trägt, hat es andere Fähigkeiten. Und je nachdem, ob es terra-kristallisiert ist oder nicht, sind die Fähigkeiten auch nochmal anders. Wahrscheinlich wirst du Magbrand terra-kristallisieren? Boko war jetzt doch kein Feuer-Pokémon. Ich heile Bailonda gerade einfach mal mit Ogerpon. Das wird dir nicht viel helfen. Die Bären, die Schaden senken, die können einem helfen, tun sie aber in den meisten Fällen nicht. Von daher, es macht einen Solarstrahl, die Frage ist auf wen. Mach mal Surfer, Kamerup wird es so oder so wegkriegen. Dann mache ich nämlich noch Slam auf und Kokowai. Also seit wann ist Kokowai bitte irgendwas mit Feuer? Ich dachte, sein Team wäre komplett aus Feuer-Pokémon. Citro. Auf Bailonda. Na gut, wenigstens juckt mich das dagegen relativ wenig. So, Bailonda eben kurz geheilt und mit Wogentanz mache ich Kamerup weg. Nehme an, wieder auf Bailonda. Hallo Logok. Ich habe es schon, ne?
Ich tippe jetzt auf die Terrakristallisierung mit Logok. Deswegen packe ich mich kurz aus dem Bild. Ich würde meinen Angriff tatsächlich auf Kokowai die Runde konzentrieren. Kokowai ist das größere Hindernis. Weil das Feuer-Pokémon, das juckt mich relativ wenig. Na komm, es ist jetzt Erip, da brauche ich mich nicht ins Bild packen. Für die kurze Zeit. Ich mache jetzt einfach Funken, Tanz und Rankenkeule. Lady ist kaputt. Tja, was man will und was passiert, ist nicht gleich. Das unterscheidet sich stark voneinander. Das ist ein geiles Bild. Frustflamme? Das könnte man wahrscheinlich stark ausnutzen. Vor allem, wenn man vorher eine Attacke nutzt, die wenig Trefferchance hat. Ja, jo. Er mag wohl Flachwitze. Ja, zwei der Top 4 haben wir damit schon erledigt. Ja, Leute, das war der Ligakampf für heute. Ich sagte ja, die Top 4 kriegen alle ein einzelnes Video. Bei jeder Kampf, beziehungsweise Kampfprüfung etc. dauert allein schon mindestens eine Viertelstunde. Also ich weiß nicht, wie viel ich gerade bei der Zutatensuche rausgeschnitten habe. Eventuell habe ich die komplette Suche rausgeschnitten, weil... Das war wirklich null interessant. Das war wirklich einfach nur, ja, ich renne hin und her, hin und her, hin und her. Und das war echt lame. Ich finde, das hätte man sich schenken können. Da hätte mir sowas wie die Flugaufgabe vom letzten Mal besser gefallen.
Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Top 4 Kampf. Ciao, Leute.